Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, werde ich mich jetzt um Yumas Festung kümmern. Die liegt hier hinten, deswegen, das ist ein Stückchen, deswegen werden wir uns gleich mal hier den Gyrokopter schnappen. Ich guck mal ganz kurz noch, habe ich noch genug Munition? Ja, passt. Sollte alles voll sein. Dann flattern wir mal darüber. Achso, ich sollte das Ding vielleicht noch markieren. So, los geht's. Oh, kommen wir da überhaupt über den Berg drüber? Oder ist das wieder mal zu hoch für den armen Gyrokopter? Ah, Hilfe. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, wir müssen da. Das war eine Scheiße. Wir müssen da außen rumfliegen. Das hilft alles nichts. Das ist viel zu hoch für das arme Ding. Der dreht er. Hör auf jetzt. Der dreht total hohl, ey. Nein, wir knallen. Alter Schwede. Wir knallen gleich noch gegen die Felswand, wenn das so weitergeht hier. Okay, hier müssen wir drüber. Oder? Ja, da müssen wir durch. Ich bin schon mal gespannt, was uns bei Yumas Festung erwartet. Zwei Festungen hatten wir ja schon mal eingenommen. Das hat richtig Laune gemacht. Und ich denke, das wird uns hier wieder genauso gehen. Ich hoffe ja nur, dass wir nicht aufs Maul bekommen. Könnte gut passieren bei so einer Festung. Und während wir dorthin fliegen, können wir uns noch schön die tolle Landschaft hier anschauen. Ich finde das ja richtig geil hier in dem Game. Das sieht einfach fantastisch aus, alles. Und mit dem Gyrokopter hat man immer so einen schönen Ausblick über alles. Okay, wir sind gleich da. Und vorher werden wir natürlich noch von den Säcken da entdeckt. Au, da hat mir einer in den Nacken geballert. Au, was soll das? So, gleich sind wir da. Aber da werde ich jetzt auf jeden Fall nicht mit der Schrotflinte reinrennen. So will ich es mal sicher. Hui, 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 hui. Vorsicht, AJ. Du näherst dich Yumas Festung, Ratugadi. Es ist keine gute Idee, sie anzugreifen, solange Yuma das Kommando hat. Okay, habt ihr den Hinweis gehört? Sollen wir es trotzdem probieren? Ich würde fast sagen, no risk, no fun, ne, Leute? Wir müssen nur mal kurz hier irgendwo sicher landen. Und zwar nicht wieder in irgendeinem Baum. Au, 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 au. Okay, es ist keine gute Festung. Das heißt, wahrscheinlich müssten wir doch die Kampagnenmission weitermachen. Um dann Yuma da zu töten, aber... Wisst ihr was? Ich habe mir jetzt so fest vorgenommen, diese blöde Festung hier niederzumachen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Und wenn wir halt aufs Maul bekommen, dann ist das halt so. Ab geht die Party! Gebietscan! Sorg dafür, dass es sicher ist! Du überlebst das? Runter! Findet den Mistkerl! Oh, shit. Minen zählen auf uns! Wir müssen ihn finden! Ach, hier gibt's Minen, glaube ich. Ah, ja. Genau. Halt die Augen offen! Was das war! Ich will, dass ihr das ganze Gebiet abzog! Kühlen Kopf bewahren! Das wird richtig heftig hier, glaube ich. Oh, jetzt geht der Alarm los. Sind in 30 Sekunden da. Oh, oh. Das ist unser Kampf.
Der lebt immer noch, die Sau. Was ist da denn los? Wow. Scheiße. Jetzt geht's ab. Oh, Mörser und Heli. Alter, verfluchte Scheiße. Oh nein, und ich habe keine... Oh nein. Scheiße. Ich habe keine Spritzen mehr. Das ist natürlich sehr bitter. Wo ist der scheiß Heli, verdammt. Ich treffe die irgendwie nicht. Okay, Leute, das ist... Das wird richtig hart. Okay, da ist der scheiß Heli. Nein! Scheiße! Boah, wir haben... Boah, nein, 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 nein! Alter Schwede. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Alter Schwede, was zum Geier. Okay, das war mir schon... Das war mir jetzt irgendwie klar, dass das irgendwie nicht so einfach wird hier. Ohne Spritzen, aber an die Spritzen hatte ich vorher nicht gedacht, verdammt. Alter Schwede. Krass, dass ich das gerade überlebt habe. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Scheiße, noch ein Heli. Oh, noch ein Heli. Oh, 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 oh. Haben wir ihn erwischt? Ja, wir haben ihn erwischt. Okay, nicht die Schrotflinte. Heilige Scheiße. Wie kann man so daneben zielen wieder? Oh, das leckt gerade ein bisschen hier. Was soll das denn? Oh, 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 oh. Was? Die kommen schon wieder aus der Luft. Das leckt gerade total bei mir. Was ist das für eine Kacke? Okay, wir müssen uns dringend um den Heli kümmern. Oh Mann. Das sind zwei Helis. Okay, ich habe den Heli erwischt. Der ging daneben. Scheiße. Wo ist dieser Kackhund hier? Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Keks. Das gibt's ja nicht. Oh oh. Uhuhuhu. Hab ich ihn erwischt, die Sau. Okay, ein Heli noch. Wow! Voll getroffen, ey. Der Hund war der Letzte. Ich fasse es nicht. Wir haben die Festung erobert.
Von wegen keine gute Idee, die Festung einzunehmen, während Yuma das Kommando hat. Leck mich doch am Arsch. Geiler Scheiß, Leute. Wir haben so viel Muni verbraten. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz looten gehen hier. Und gucken, dass ich hier ein bisschen Muni vielleicht einsammeln kann von den Leuten. Sehr gut, AJ. Kein Problem. Du hast fast alle Festungen eingenommen. Ohne sie wird Pragan Probleme haben, Kyrat unter Kontrolle zu halten. Ja, das glaube ich auch. Aber wir müssen uns noch um die Schlange Yuma kümmern. Okay. Das heißt, Yuma war natürlich nicht da. Das heißt, wir müssen uns um Yuma noch separat kümmern. Ah, oh, da freue ich mich auch schon drauf, Yuma eine zu verpassen. Das ist auch so eine kranke Tussi, ey. Geil. Wir haben die Festung erobert, Leute. Wir haben sie erobert. Und das ist geil, dass ich hier, da kann ich jetzt gerade mal richtig schön looten. Auch wenn das ein bisschen Zeit kostet, aber naja, was soll's. Da kann ich richtig schön looten. Ich hoffe, das gibt einiges an Kohle nachher. Ach, da unten ist die Kiste hier. Was ich auch gerne mal finden würde, wären Spritzen und sowas. Denn diese natürlich, die kosten mich wieder 60 Riesen, wenn ich die kaufen muss. Genauso wie der scheiß Körperpanzer. Deswegen werde ich hier auf jeden Fall mal kurz noch durchgehen und alles looten, was hier so rumliegt. Na. Na guck mal, da ist auch, da war jetzt gerade mal schön Geld drin. 13.000, immerhin, ne? In der Kiste hier. So, wo ist die nächste Kiste? Hier. Ich glaube, jetzt haben wir alles durchgelootet. Ich weiß nicht, ob wir alle tot, aber wir haben, guck mal, wir haben wieder schön Munition eingesammelt hier. Das ist richtig fett. Zwar fehlt mir noch bei einigen Waffen ein bisschen Muni, aber... Na, guck, da, wir finden doch noch viel mehr Muni hier. Das ist doch wunderbar. Geil, die haben wir alle wieder voll, nur die eine Waffe hier nicht. Oh, was ist das denn? Ein Scharfschützengewehr, okay. Fett. Wir haben alles durchgelootet, Leute. Geil. Ach nee, doch nicht. Hier. Nein, gib mir meine Waffe wieder. Geil, 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 Leute. Was tun wir als nächstes? Die Festung gehört uns. Die zwei hatten wir auch schon eingenommen hier. Ja, bleibt nur noch eine, ne? Und das wäre Pagans eigene. Ich freue mich schon so drauf, Pagan den Arsch zu versohlen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Wir werden jetzt als nächstes Herks Mission hier noch erledigen. Dazu fahren wir am besten direkt mal rüber. Dann nehmen wir noch hier den Außenposten und den Glockenturm ein. Also ich würde sagen, in dieser Folge schaffen wir wahrscheinlich noch den Außenposten hier. Und wenn wir das erledigt haben, dann schnappen wir uns die nächste Kampagnenmission für den Goldenen Pfad. Da wird es hoffentlich wieder richtig abgehen. Oh, da ist ein Elefant. Stimmt. Oh Gott. Ich habe die Minen ganz vergessen. Hier sind da bestimmt noch Minen verteilt. Okay, nein. Tut mir leid, Elefant. Wir nehmen uns doch was anderes. Ich habe mich gerade für einen Gyrokopter entschieden. Achso, das war der hier. Nee. Kriege ich den wieder... Komm schon. Verdammt nochmal. Wir müssen den doch irgendwie wieder hinstellen können. Ja, wir haben's. Super Sache. Auf geht's, ab geht's. Ach Gott, oh Gott, das ist ja über einen Kilometer. Egal, den Außenposten schaffen wir auf jeden Fall noch. Da werde ich wahrscheinlich wieder Kamikaze-Tour mit der Schrotflinte machen. Das hat letztes Mal richtig Laune gemacht, fand ich. War zwar nicht gerade so optimal, aber naja.
Die Schrotflinte ist schon cool, muss ich sagen. Ich bin zwar ja wirklich nicht so der Schrotflinten-Fan, das hatte ich irgendwann schon mal erwähnt. Wahrscheinlich, ich glaube, das war bei dem seltenen Nashorn. Aber mit so einer aufgemotzten habe ich jetzt doch mal Lust bekommen. Oh, das hat ja auch Spaß gemacht, ne? Wie wir gesehen haben. So, da sehen wir schon den Glockenturm, der dann unser nächstes Ziel sein wird. Aber erstmal schnappen wir uns den Außenposten. So, ich glaube, hier sollten wir irgendwo mal landen, um nicht direkt wieder da reinzufliegen. Perfekt. Oh, scheiße, er hat mich schon wieder dieses Kackteil erwischt. Komm, dann ein Stückchen im Arm. So, gehen wir da natürlich mit voller Gesundheit wieder rein. Denn wir haben immer noch keine... Oh, seht ihr das? Ich könnte mir das Geschütz von dem Truck schnappen. Oder ich schalte einfach mal den Alarm aus, wenn ich es schaffe. Hm, da steht einer. Da vorne ist der Alarm. Ich denke, da gibt es nur einen. Scheiße. Okay. Okay, wir sollten weg hier. Nein! Ja, das war doch nicht so sinnvoll hier. Was? Naja. Was soll man dazu sagen? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, ans Geschütz zu gehen. Weil wir da schöne Feuerkraft haben. Aber das, ich habe mich damit eher so mitten reingepflanzt. Ach scheiße, jetzt sind wir wieder komplett zurück hier. Mann. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir das in der nächsten Folge, so eine Scheiße aber auch. Dann machen wir jetzt die bewaffnete Eskorte hier einfach. Denn ich habe keine Lust, jetzt da nochmal schnell rüber zu fliegen. Machen wir die bewaffnete Eskorte-Mission. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Können wir doch ruhig mal... oh scheiße. Das war wieder mal sehr sinnvoll. Hallo, Nashorn. Okay. Wo ist sie denn? Hier. Hey, AJ hier. Was ist denn mit dem Boot? Wir haben Gold aus der KIO-Mine befreit. Auf den Straßen gibt es Checkpoints. Deshalb nehmen wir lieber den Fluss. Kannst du helfen? Ja, ja. Okay. Okay. Ich nehme das als Ja. Ich natürlich. Die Koordinaten. Das heißt, wir können vielleicht ein bisschen mit einem Boot rumheizen. Das wäre natürlich auch wieder mal geil. Da haben wir Bock drauf. Oh, scheiße. Der lebt, glaube ich, nicht mehr. Bist du mein neuer Mat? Ich hoffe, du kannst schwimmen. Vielleicht fange ich an zu... Feind am Ufer! Mach dich fertig! Ich bin dein neuer Mat. Hallo, rein da. Ich muss den Stämmen ausweichen. Okay, wo muss ich hin? Gibt's hier ein Geschütz? Oh, da gibt's ein Geschütz. Ist das geil. Ich stehe auf Geschütze. Hohohoho. Auf Wiedersehen. Tja, die haben nicht viel zu melden gehabt, würde ich sagen. Das ist doch mal eine coole Eskorte-Mission, oder? Wir eskortieren ein Boot mit einem Geschütz. Geil. Ich stehe auf sowas. So, der fährt hier einen ganz schönen Umweg, aber es scheint wohl nicht anders zu gehen, wenn er da nicht gegen klatschen will, gegen die Stämme. Komm schon, ich will Action. Gib mir Gegner.
bleiben die Gegner. Hallo, hallo, Gegner. Wo sind denn Gegner? Hier gibt es wirklich... Gab es hier jetzt nur einmal Gegner oder was? Da kann ich mir fast nicht vorstellen. Das wäre viel zu leicht. Hm. Warten wir es mal ab. Das Bötchen fährt ganz schön lahm, ne? Drück mal auf die Tube, Mensch. Naja, sprengen wir so lange einfach Fässchen in die Luft. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Sprengen wir einfach ein bisschen Fässer in die Luft aus Langeweile. Warum denn nicht? Wir müssen uns ja irgendwie beschäftigen. Die Mission ist zu langweilig hier. Was soll das? Aber hier schneit's. Sieht schön aus. Also ich genieße die Atmosphäre hier, aber... So eine schöne, lustige... Bootsfahrt hier. Eine ruhige Bootsfahrt hier. Das ist schon... Ist cool. Ich finde das geil. Und das Wasser sieht auch so schick aus. Aber irgendwie... Da kam... Ist die Mission verbuggt oder warum kam da fast nichts? Da gab es ja gar keine Gegner, ey. Das war ein bisschen komisch. Bist du sicher, dass nichts fehlt? Ist alles sure. Da? Hab's nicht gezählt. Wir waren damit beschäftigt zu überleben. Sei kein... Naja, nicht wirklich. Hm. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben Geld dafür bekommen. Wir haben fast nichts tun müssen. Und es gibt eine neue Waffe, Predator, an den Handelsposten. Geil. Eine einzigartige Waffe. Sehr schönes Ding. Ja. Wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge uns dann um den Außenposten und den Glockenturm kümmern. Und wenn wir es schaffen, vielleicht noch um Herks Mission. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Tschüss.